Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute darf ich euch mal was Besonderes zeigen. Und zwar war ich vor kurzem bei der Firma Bosch. Ich hatte da einen Mittag Zeit, mir das Werk anzuschauen, konnte da in dem Trainingsraum mich ein bisschen ausleben. Und in diesem Zuge haben zwei ganz liebe Mitarbeiterinnen, die Charlotte und die Bettina, noch ein Interview von mir gemacht. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Wir hatten da so einen Riesenspaß, also allgemein, der Mittag war so genial. Und ja, da ist dann dieses Interview entstanden, das ihr jetzt gleich sehen werdet. Und wie gesagt, durch das, dass wir so viele witzige Sachen erlebt haben, bleibt echt dran und schaut auch noch euch die Outtakes an. Also es war mega. In diesem Sinne möchte ich mich auch nochmal bedanken bei allen, die dabei waren, dass wir einfach so einen tollen Mittag miteinander hatten. Aber jetzt nicht so viel Blabla, das kommt jetzt eh noch. Schaut euch einfach mal das Interview an. So, wir sind jetzt auch fast schon fertig mit meinem Besuch hier. Jetzt ist noch von der Unternehmenskommunikation, ich muss aufpassen, dass ich es richtig sage, die Charlotte und die Bettina da. Und die möchten einfach noch ein paar Fragen an mich stellen. Ich weiß jetzt gar nicht, was da auf mich zukommt, da bin ich mal schon gespannt, aber ich bin ja für alles offen. Ja, also danke, dass du dir die Zeit nimmst, gerne, uns ein paar Fragen zu beantworten. Jetzt so zum Einstieg würden wir gerne wissen, wie du dich und deinen Kanal in ein paar Worten beschreiben würdest. Puh, wie ich mich in meinen Kanal... manchmal chaotisch, interessant, spannend, kein festes Thema. Ich mache ja Do-It-Yourself, allerdings alles, was Do-It-Yourself ist. Also, ob am Auto was machen, am Haus was machen, irgendwas reparieren, alles eigentlich, wo ich irgendwie Hand anlege, wo ich jetzt irgendwas rumbastel oder wurstel, mache ich ein Video draus und ja, hofft, dass es halt den Usern oder den Abonnenten gefällt, was ich da mache. Also ich versuche einfach, den Leuten nahezubringen, versuche mal selber was zu machen, ja, zu reparieren, zu bauen, zu basteln, wie auch immer, jetzt ohne spezielles Motto. Es gibt ja manche, die arbeiten nur mit Holz oder nur mit Metall und ich bin da auf gar nichts spezialisiert eigentlich. Wie lange machst du das Ganze schon und wie bist du überhaupt darauf gekommen, mit YouTube anzufangen? Ich mache das jetzt seit 4,5, 5 Jahren ungefähr, ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen. Und wie ich darauf gekommen bin, das war eine ganz witzige Geschichte. Ich bin mit meinem Sohn, der war damals 14, bin ich spazieren gelaufen, meine Frau war auch noch dabei. Und dann sind wir auf das Thema YouTube gekommen und mein Sohn mit 14 hat gesagt, er macht jetzt einen Videokanal, so einen YouTube-Kanal. Wir haben damals einen Rechner zusammengebaut selber und hat er gesagt, das will er jetzt online stellen. Und dann sage ich, hey, super geile Idee, das machst du. Ich finde es immer gut, wenn man was macht, auch junge Leute unterstützen. Und nach ein paar Tagen frage ich ihn und sage, und, kann man jetzt schon mal was angucken online? Hast du was gemacht? Ah, nee, wäre ein bisschen kompliziert und... Er weiß nicht, wie er es machen soll. Dann habe ich gesagt, du, so kompliziert kann das doch nicht sein. Du kennst dich doch aus. Ja, nein, hin und her. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich bin gerade am Haus renovieren. Da habe ich gerade einen Keller ausgraben und so eine Kellerwand isoliert. Ich mache da mal ein Video und dann mache ich das. Und dann habe ich das Ding mit dem Handy, also nur mit dem Handy gefilmt und habe mir dann halt so ein bisschen angeschaut, wie das funktioniert und habe einfach mal einen Kanal aufgemacht, habe das online gestellt und fertig. Das war so der Start eigentlich und komischerweise innerhalb von ein paar Tagen haben, ich glaube, 800 oder 1000 Leute das komische Video angeguckt und habe gedacht, das kann eigentlich nicht wahr sein. Und habe da halt weitergemacht und habe das nächste Video gemacht, das nächste Video. So hat sich das ein bisschen aufgebaut und jetzt sind wir bei, ich glaube, 350 Videos. So, das war der Start eigentlich bei der ganzen Sache. Eigentlich war es nur, meinem Sohn zu zeigen, es geht auch relativ einfach, man kann sowas selber machen. Du hast in deiner Kanalinfo geschrieben, in diesem Kanal möchte ich allen Mut machen, sich was zu trauen und am Haus durch Eigenleistung Geld zu sparen. Du hast jetzt gerade von deinem ersten Projekt auf YouTube berichtet. Was war das letzte Projekt, das du in deinen eigenen vier Wänden, vielleicht auch mit PT-Zubehör? Mit PT-Zubehör? Verwirklicht hast. Das letzte Projekt war der Wasserschaden, genau. Ah, das habe ich gesehen. Da habe ich von der netten Regina ich wieder ein Tool zur Verfügung gestellt gekriegt, weil bei meinem Sohn im Apartment eine Wand feucht ist. Da ist eine Dusche und die Außenwand von der Dusche, da ist ein riesen Wasserfleck. Da habe ich schon mal danach geschaut, bin aber nicht weitergekommen. Und jetzt habe ich einfach vermutet, dass innen drin irgendwas ist und dann habt ihr so eine tolle Inspektionskamera und die habe ich dann
freundlicherweise von euch zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann habe ich ein kleines Loch reingemacht und bin mit der Inspektionskamera unter das Waschbecken, nicht Waschbecken, unter die Duschwanne und wollte einfach mal schauen, ob ich da irgendwas sehe, was nicht in Ordnung ist. So, das war eigentlich so das letzte Projekt, wo ich dann von euch ja, Messtechnik oder sowas, heißt Messtechnik, glaube ich, ja, eingesetzt habe. Mhm. Wie oft veröffentlichst du Videos? Einmal im Monat, einmal pro Woche? Ich versuche eigentlich jede Woche eins zu veröffentlichen. Okay. Was machst du hauptberuflich? Also hauptberuflich? Sich da noch Zeit. Ich habe schon so viel gemacht. Momentan schaffe ich jetzt, ich arbeite im Maschinenbau. Ich bin gelernter Elektromechaniker Meister und ja, habe dann lange Zeit Softwareentwicklung gemacht für die Maschinen. Und jetzt bin ich im technischen Consulting, hört sich so toll an. Ja, das klingt auch viel. Was ist jetzt technisches Consulting? Im Prinzip bin ich in der Entwicklungsabteilung und bin die Schnittstelle zwischen Verkauf und Entwicklung, wo man dann, sage ich mal, die Kommunikation der beiden Abteilungen so macht und abschätzt, muss man was Neues machen, muss man was entwickeln oder ja, eigentlich Kommunikation und Projektmanagement in dem Bereich. Mhm. Und da arbeitest du hauptberuflich da Vollzeit arbeite ich, neben genau, deinem YouTube-Channel. Genau, also da kommen die Brötchen her oder das Geld für die Brötchen. Das YouTube war ja am Anfang eigentlich nur ein Hobby, das habe ich ja wie gesagt nebenher so ein bisschen gemacht. Aber inzwischen verdienst du auch Geld damit. Darf man das hier sagen? Oder? Also das hätte ich jetzt mal aus Interesse auch gefragt, nicht unbedingt, dass es jetzt in die... Nein, natürlich verdiene ich auch ein bisschen Geld damit, das ist richtig. Welches ist dein Lieblingswerkzeug von Bosch und warum? Oder hast du gibt's, so viele... Gibt es ein Lieblingswerkzeug? Werkzeug bedeutet Arbeit. Arbeitet man gerne? Ja, natürlich arbeitet man gerne. Schwierig zu sagen. Das erste Werkzeug war eigentlich so das coolste, das war so ein großer Bohrhammer, wo ich gekriegt habe, um die Fliesen rauszuklopfen und so ein paar andere Sachen, Löcher zu bohren und Dübel, also Betonlöcher zu bohren. Das ist eigentlich so mein Lieblingswerkzeug von Bosch, weil ich hatte vorher nur so eine kleine Schlagbohrmaschine und da plagt man sich unmöglich, da Löcher reinzumachen oder was wegzuklopfen, wegzuspitzen und mit dem, da geht es halt ratzfatz. Deswegen ist es so mein Lieblingswerkzeug. Auch so aktuell sagen. Noch in deinen jetzigen Projekten? Ja, kann man schon so sagen. Siehst du aktuell auch, wenn du jetzt weiter wächst, dass der Trend generell in Richtung DIY und Heimwerken geht? Ja, definitiv. Und dass Menschen vielleicht neben ihrem stressigen Alltag sich abends noch so ein bisschen ablenken wollen durch kleinere oder größere Projekte? Also ich sehe da eigentlich zwei Hauptgründe. Zum einen, eigentlich sind es drei sogar. Also zum einen, man kriegt momentan sehr schlecht Handwerker. Das heißt, wenn man irgendwas machen will am Haus oder machen muss am Haus, hat man sehr große Probleme, mal Handwerker zu bekommen, weil die alle ausgebucht sind. Das boomt ja gerade immer noch ohne Ende. Man muss dann sehr lang warten, das ist ein Thema. Dann, es gibt Leute, die sparen möchten. Man kann halt auch durch Eigenleistung sehr viel Geld sparen. Das ist, denke ich mal, auch ein großes Thema. Und dann ist es so, also so geht es mir jetzt, ich arbeite den ganzen Tag am Computer, ich gehe abends raus, darf ich das sagen? Ich sag's halt, und weiß nicht abends, was ich getan habe, ich hoffe, mein Chef guckt jetzt da nicht zu, weiß nicht, was ich abends gemacht habe, weil ich aber so den ganzen Tag an dem Klimperding hocke. Und wenn ich dann selber was mache, irgendwas baue, irgendwas zusammensäge, was mauer oder wie auch immer, da habe ich dann danach diese Befriedigung, dass ich was anschauen kann und sehe, boah geil, das habe ich jetzt gemacht. Das ist für mich so auch ein Motor bei der ganzen Sache. Und ich denke, zum Ausgleich ist es für gerade Leute, die viel im Büro arbeiten, ist es doch eine gewisse Befriedigung auch, in die Hände was zu machen. Also das sind so die drei Gründe, wo ich jetzt sehe, dass das mit Sicherheit noch länger anhält, auch der Trend. Also wünsche dir für deinen Kanal auch, dass es zukünftig so weitergeht, dass du weiter wächst. Und es vielleicht dann auch irgendwann mal Vollzeit machst? Oder möchtest du diesen Ausgleich? Ganz schwierig. Wo ich das angefangen habe, war das ja eigentlich nur, wie soll man sagen, ein Joke, das Ganze. Ja. Das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass es jetzt schon ein Zweitbusiness ein Stück weit ist. Ja, weil A, verdient man ein bisschen Geld. Dann ist auch ein gewisser Erwartungsdruck von den Abonnenten da, dass man immer wieder was Neues bringt. Wachsen möchte man immer,
mein Ziel ist ja diesen 100.000 Abo-Button da, den ja schon andere haben, aber bei mir wird das ganz arg schwierig, denke ich mal. Ich habe das Problem, dass viele meine Zuschauer nicht angemeldet sind. Das heißt, die melden sich nicht an bei YouTube, weil man meint, oh, das kostet was oder da passiert was. Ja. Gucken es trotzdem an, weil ich habe jetzt, glaube ich, 14 oder 13 Millionen Klicks. Das ist ja nicht wenig, aber halt wenige Abonnenten, das heißt wenige im Verhältnis zu anderen. Davon leben, glaube ich nicht, dass das so schnell geht. Weil man muss ja doch eine gewisse Summe monatlich erwirtschaften, dass man sein Haus, sein Auto, seine Frau, seine Kinder finanzieren kann. Spaß. Frau ist ganz besonders schwierig. Genau, Frau ist auch ja eh teuer. Ja. Ich denke mal nicht, dass es in absehbarer Zeit so sein wird, dass ich aufhören kann zu arbeiten und was von YouTube leben kann. Das Problem ist ja auch, es ist keine Sicherheit da. Jetzt hat ja vor einem Jahr oder anderthalb war es, hat Google seine Struktur ein bisschen geändert, dann sind auf einmal die Werbeeinnahmen zurückgegangen. Was mache ich, wenn ich jetzt Vollzeit YouTube mache und auf einmal ändern die was und meine Einnahmen halbieren sich? Die Bank fragt mir nicht, oder die Bank sagt nicht, oh, dann wartet halt mit deinen Zahlungen, die will ihr Cash haben. Deswegen glaube ich eher nicht, dass es so schnell sein wird. Wäre vielleicht interessant, mal was anderes zu machen Vollzeit, aber die Hoffnung habe ich nicht. Welche künftigen DIY-Projekte stehen bei dir? Können Sie oben auf der Liste für die nächste Zeit? Das eine Projekt ist jetzt gerade am Laufen, das ist eine TV-Halterung für meine Tochter. Die ist umgezogen, das ist so eine Mammut-Riesenhalterung. Die hat das Problem, dass sie mit ihrem Sofa sehr dicht an dem Fernseher dran sitzt und das ist jetzt eine Halterung, die kann man einen Meter an der Wand so rüberschieben, dann kann man sie noch so rumklappen und kann sie dann noch so rumklappen. Und das ist so eine Mega-Halterung, der erste Film ist ja schon draußen und das wird mich jetzt noch ein Weilchen beschäftigen, denke ich mal. Dann möchte ich bei meiner Schwiegermutter so eine Balkontüre reinbauen. Da ist ein Fenster, das wird rausgeschlagen, da kommt eine Balkontür rein. Dann mein BMW, der muss immer wieder für irgendwelche Sachen herhalten. Da kommt eine Mittelarmlehne ran, den muss ich auch noch fertig bekleben. Ich habe, glaube ich, so eine Liste von Projekten, die ich abhaken muss irgendwann mal. Also, mir geht die Arbeit nicht aus. Die Ideen nicht aus. Nee. Und wenn dann... Wenn ich auf einem stillen Örtchen sitze, mir fällt was ein, schnell aufschreiben und dann hat man schon wieder eine Idee für irgendwann anders. Ja, von meiner Seite, hattest du dir noch eine Seite? Hast du dich eigentlich erledigt? Das war doch, habe ich so viel geschwätzt? Nee, was mich am meisten reizt, hat mich noch interessiert, aber... Was mich am meisten reizt? Genau, gerade so am Heimwerken, Handwerken. Also Heimwerken, Handwerken reizt mich, also das, was ich schon gesagt habe, das Geld sparen, die Befriedigung, mit der Hand was zu machen. Und beim Kanal ist es einfach so, ich habe gemerkt, es gibt so viele Leute, die können eigentlich was machen, die trauen sich das nicht, nur nicht, ja, was zu machen. Zum Beispiel Fliesenlegen. Jeder sagt, oh Gott, Fliesenlegen würde ich mir nie zutrauen. Das ist gar nicht so schwierig. Man muss es einfach mal ausprobieren. Man muss vielleicht im Keller mal irgendwo anfangen, eine Wand mal zu fließen, so zur Übung. Aber ich möchte eigentlich den Leuten zeigen, dass man auch ohne studiert zu haben oder einen Beruf gelernt zu haben, doch vernünftige Ergebnisse hinkriegt. Ich meine, wenn ich jetzt ein Bad fließt, da kommt ein Fliesenleger, ein Professioneller rein, der sagt, oh Gott, das will er rein. Was hast du denn da schon wieder gemacht? Kommt jetzt jemand rein, der das nicht gelernt hat, der nicht so dieses Detailauge hat, der sagt, hey, das sieht aber gut aus, das gefällt mir, ja. Und es muss nicht immer alles hundertprozentig sein, es reichen auch mal 80-90%. Und das will ich eigentlich zeigen, weil ich mache ja wirklich alles, was mir gerade so in die Quere kommt. Es wird auch nicht alles 100%, aber meiner Meinung nach kann man es anschauen. Und das will ich versuchen rüberzubringen, trau dir einfach mal was selber zu machen. Dieses DIY, das ist eigentlich so die... Das ist praktisch die Zielgruppe, praktisch für jedermann praktisch. Genau, jeder Mann, jede Frau auch, ja. Dass man einfach mal was selber macht. Das ist so die Idee eigentlich dahinter. Hast du deine Kinder damit angesteckt, dass sie auch so gerne DIY-Projekte umsetzen? Also meine Tochter freut sich, wenn ich ihr was mache. Das ist, dass sie eben wieder was Neues hat oder was repariert wird, wo kaputt ist. Bei meinem Sohn kommt jetzt immer mehr, dass er selber auch Sachen macht. Der lernt gerade auch einen handwerklichen Beruf. Und ich denke mal, der wächst da auch rein, dass er immer mehr selber macht, so DIY-Projekte. Schaut deine Familie deine Videos? Jein.
Am Anfang ja, inzwischen eher nein. Mhm. Also selten, sage ich mal. Mhm. Ja, mein Sohn schaut ab und zu mal rein, meine Tochter schaut auch ab und zu mal rein, meine Frau auch ab und zu mal, mhm. aber wenn ich so mal was frage, merke ich, na, so richtig, richtig motiviert dabei sind mhm. sie nicht mehr. Ja. Mhm. Ich mache das ja jetzt schon 4 Jahre, am Anfang ja. war das nur was Neues, so. Jetzt ist das eher ihr Alltag eigentlich, mhm. das Ganze. Naja, die kriegen das ja alles live mit. Ja, stimmt. Ja, genau. Genau, die kriegen, Regina hat es schön gesagt, die kriegen das alles live mit. Mhm. Und die wollen dann nicht nochmal hören, hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Stimmt, du hast so einen Anfangsslogan, genau. Ja, viele YouTuber, ja. Das ist zum Wiedererkennungswert ja. einfach, den habe ich irgendwann mal dumm rausgeschwätzt. Ja. Und jetzt muss ich das halt ständig machen. Ja, stimmt. Das ist, das höre ich im Geschäft da immer wieder, ah, hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Also deine Kollegen schauen die Videos auch. Ja, blöderweise, was heißt blöderweise, das hat sich rumgesprochen, weil halt einer mal so ein Video zufällig gesehen hat, mhm. dass ich so Videos mache und ich glaube von 400 Angestellten wissen es glaube 150 oder 200, mhm. dass ich so YouTube mache. Mhm, okay, dann bekomme ich vielleicht zukünftig auch von denen Aufträge. Zwei Kolleginnen, die wollten mal so eine Blumentreppe von mir gebaut haben, mhm. ja, das mhm. ist richtig. Das war's für dich. Vielen Dank, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Gerne. Es war wirklich sehr interessant, mal mit einem YouTuber zu sprechen. Ich mache das immer wieder gern sowas. Ja. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Freude gemacht, absolut, unsere Fragen zu beantworten. Absolut, es hat mir auch Freude gemacht, hier zu sein. Ja. Und vor allem bedanke ich mich auch bei meinen zwei Gastgebern. Ja. Vielen Dank, Rainer, dass du heute da warst. Gerne, war echt total gerne. Toll. Nach 3,5 Jahren, oder? Haben wir uns jetzt zum ersten Mal Jahren, genau. gesehen. Ja, ja, richtig. Ja. Sehr cool. Mich hat es auch gefreut und bist herzlich eingeladen, jederzeit zu kommen, wenn Fragen sind oder irgendwas Neues zu sehen ist. Kannst du gerne. Perfekt, mache ich gern. Ich bringe vielleicht auch mal was mit, wo man dann hier bearbeiten kann oder so. Ja, ja. Alles klar. Gerne. Also, super. Super war's. Halt, wer? Du darfst. So. Sehr cool. Jetzt hier so ganz leger oder was? Möchtest du noch ein Gerätekarte? Genau. So mit dem Akkuschrauber. So. Jetzt was will ich wissen? Ich leuchte bei der Fußnägel. Genau, so. Weil ich muss meinen Schuh verlieren. Genau. Ja, das schneiden wir jetzt raus. Ich wollte gerade sagen, darfst du das? Nein, das darf ich jetzt nicht. Also, Kamera hätte laufen, das war auch schon drauf. Mhm, danke, Rainer, dass du heute da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hey. So, und jetzt, denn das war's gut? Weiß ich nicht. Das ist sehr gut. Ja. Ja, ich fand's auch. Ja? Ja? Ja. Du kannst ja ein paar Teile rausschneiden. Das Abklatschen zum Beispiel. Ja, genau. Nein, das muss vielleicht nochmal üben. Das kommt in die Outtakes. Ja, genau. In die Outtakes. Ja, und dann aber so. Hi, ich bin's wieder, euer Rainer. Genau. Hi, ich bin's wieder, euer Rainer. Schön, jetzt könnt ihr bei mir bald noch einmal, ich bin's wieder, euer Rainer. Ich bin's wieder, euer Dino. Ich bin's wieder, euer Rainer.